Hier ist nichts zu sehen gerade. Hier ist noch eine Klammer. Und ja, dann müssen wir jetzt gucken, wie wir die Sachen rauskriegen. Wir müssen jetzt gucken. Teacher, er sagt mir, einer von sieben ist korrekt. Also es könnte zum Beispiel Stain könnte es sein. Ist immer noch einer von sieben korrekt. Der könnte es sein. Und jetzt müssen wir abschalten, weil wenn wir den letzten Versuch, nämlich jetzt vergeigen, wird das Terminal gesperrt. Wenn wir den jetzt neu starten, haben wir wieder die Versuche, die wir brauchen. So, dann wollen wir mal wieder nach Klammern suchen. Hier ist zum Beispiel eine dieser Klammern, die in der zweiten Reihe sind. Das hier ist ja das Gegenstück zu ihm hier. Aber da in der zweiten Reihe ist, zählt er leider nicht. Dumme Sache das. Desto höher wir nachher mit der Wissenschaft kommen, desto einfacher wird das Hacken nachher auch. Jetzt finde ich hier gerade keine Klammern. Das ist ein bisschen suboptimal. Ich werde bestimmt einige übersehen. Schreibt es mir nicht in die Kommentare, wenn ich einen übersehe. Das bringt ja im Nachhinein auch nichts mehr. Hier haben wir eine. So, was wollen wir denn mal, können wir eigentlich mal gucken hier, wenn wir gleich, hier sind keine anderen Klammern mehr. So, ich würde sagen, wir fangen mal an mit Housing, 3 von 7 richtig. Das heißt, dieser könnte es nicht sein, da sind die Sachen nicht drin. Wenn es das Ing ist, ja, da sind jetzt 4 von 7 richtig, dann kommen wir der Sache schon mal näher. Der hier könnte es zum Beispiel auch sein. Das sind auch 4 von 7 richtig. Also es ist E und Ing hinten wahrscheinlich. Ja, Ceiling. Nee, das ist... So, noch ein Versuch und dann lassen wir es erstmal. So, gucken wir nochmal eben nach Klammern wieder. Das Hacken, das ist wesentlich komplizierter hier als bei Bioshock zum Beispiel, weil bei Bioshock ist das nur wirklich... Hier gibt's reichlich gerade an Klammern. Jetzt werden wir jetzt wahrscheinlich keine mehr finden. Kann das immer ganz gut abgrasen hier mit den... mit dem Mauscursor, um zu sehen, ob da eine Klammer ist. Aber hier ist momentan nichts zu finden. Hier ist zum Beispiel eine. Da ist nichts, hier ist nichts, hier ist noch eine. Jetzt haben wir einiges an Klammern gerade gehabt. Jetzt müssen wir wieder ausprobieren. Survive. 1 von 7. Meaning. 4 von 7. Das heißt, wir müssen wieder irgendwas mit Ing hinten haben. Oder mit Ning. Nee. Lassen wir das. Machen wir später weiter, wenn wir da das haben. Hier kann man auch in die Spinde mal reingucken, da gibt es einige Sachen. Leere Nuka-Cola-Flasche. Auf Nuka-Colas werden wir hier auch ein paar treffen. Das ist ja das Standardgetränk aus dem ersten Teil. Hier haben wir wieder ein paar Klammern, die nehmen wir auch mit. Aber meistens geht das alles hier mit Sarsaparilla-Flaschen. Spielzeugauto, weiß noch nicht, was man damit so machen kann. Wir packen erstmal alles ein, bis wir nicht mehr können. Sherry Bomb, da könnte man später Sachen daraus basteln. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir uns dann irgendwann mal... War das hier die Sachen, die wir brauchten? Ne, das waren die Sachen nicht, die wir brauchten. Wo sind denn diese Mistdinger? Das war doch eine Pflanze, die wir brauchten. Hier komme ich jetzt gerade nicht rein. Ach, du bist ja wieder dieser alte Securitron. Hier liegen die Heuschrecken noch in der Gegend rum, faul wie sie sind, die Schweine. Ah, das ist... Hier ist die Xanderwurzel, da liegt er halb drauf. Das ist eine Ehe gewesen. Die kann man jetzt übrigens auch züchten. Dafür müssen wir nur erstmal in den Underground-Hideout. Und, ja, den Kram dann da quasi wieder anbauen. Das werden wir dann auch noch machen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das mit der Stromversorgung quasi jetzt reell mache in dem Hideout oder ob ich da... das einfach abgeschaltet lasse, diese Quest dafür. Da muss man nämlich einiges an Energiemunition nämlich dafür finden. Ich glaube 1000 Schuss Energiemunition für einen Uranbarren oder wie das da hieß. Und damit konnte man dann den Underground Hideout für eine bestimmte Zeit mit Strom versorgen. Aber das ist wirklich wahnsinnig viel Rumgesuche, nur damit das Ding Strom hat. Und das würde ich dann am liebsten auslassen.
Deswegen werden wir uns den Strom einfach so erzeugen, dass wir sagen, so hier, diese Uranbahn, der da drin ist, der hält ewig. So werden wir das dann wahrscheinlich machen. So, hier hinter soll jetzt irgendwo noch dieser andere Kram sein, den wir brauchen. Hier gibt es die Sarsaparilla-Flaschen. Können wir jetzt auch weiter abknallen, das bringt uns jetzt nur nichts. Und da oben ist der Friedhof, von dem uns da der Roboter runtergezogen hat. Nehmen wir erstmal hier weg die Flinte, beziehungsweise wir laden die Flinte erstmal nach. Und da kommt auch schon was, was wir umnieten müssen. Wer den ersten, wer Fallout 3 das Let's Play von mir gesehen hat, weiß, dass ich Skorpione hasse. Also zumindest hier im Spiel. Die sind einfach nervtötend. Rindenskorpion Giftdrüse. Damit konnte man auch irgendwas machen. Fragt mich jetzt nur nicht was. So, wollen wir hier mal hoch? Immer schön zu den Seiten hin sichern. Da oben sieht man jetzt unten auf dem Kompass schon wieder zwei Feinde. Das sind diese roten Flecke da. Das ist einmal er hier. Jener dort. Und jener dort hinten. Ist gar nicht so einfach, den auf der Entfernung vernünftig zu treffen. 10 von 50 Insekten haben wir jetzt schon getötet. Das ist nämlich die Anzeige, wann wir den ersten Bonus bekommen. Dann wird unser Schaden gegen die nämlich erhöht. Und das gibt es für viele Sachen, die man hier eben machen kann. Auch, glaube ich, fürs Hacken und fürs Schlosserknacken. Und ja, es ist quasi, das sind so eine Erfolge, die man dann freischalten kann. Ich treffe die Sau nicht. Ich möchte den Watz-Modus auch so wenig wie möglich jetzt anfangs benutzen, um mich einfach mal wieder anzugewöhnen, hier mehr mit dem... Da ist ein frisches Grab. Mehr mit dem normalen... Quasi mit dem normalen Schießen, dass wir das da eher mitmachen. Ich denke schon wieder schneller, als ich sprechen kann, deswegen kommen manchmal merkwürdige Sätze bei mir raus. Hier ist eine Schneekugel. Die werden wir sammeln können und dann später gegen... ja, die können wir dann später dem Mr. House geben. Die sammelt er nämlich und dafür bekommen wir dann Sachen. Es gibt, glaube ich, nur 5 oder 6 von dieser Schneekugeln und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo die Dinger alle sind. Bei Fallout 3 waren es die Wackelpuppen, die da wirklich, was da 20, 25 verschiedene Stück gab. Zerbeulte Blechdosen. Warum jetzt einer sich wahrscheinlich wundert, warum ich die Dinge aufsammle, ist, weil man daraus Munition pressen kann. Glaube ich zumindest. Da wird man nämlich einiges an Metall von brauchen. Und wir werden später auch noch Flammenwerfer-Munition brauchen. Damit wäre der ganze Kram nämlich eingeschmolzen. Das ist auch bei uns am Underground-Hideout. So, hier sind auffällige Zigarettenkippen. Die nehmen wir einfach mal mit. Dann aber an der Lange gequarzt. Ich weiß nicht, warum wir die jetzt einpacken, aber bei Fallout ist, hat sich's bewährt. Erstmal alles einpacken. So, mal gucken, wo jetzt hier der Kram ist, den wir besorgen müssen. Das müsste er hier sein. Jawohl, das ist die Brockblume. So, und jetzt müssen wir zurück zu der Smile-Tante da. Okay, da unten müssen wir hin. Da können wir jetzt auch über die Schnellreisefunktion hin, weil wir den Ort schon einmal gefunden haben. Deswegen geht's da jetzt hin. So, wo ist die gute Dame? Haben wir die nicht schon leer gemacht? Ich weiß es nicht. Ja, den haben wir schon. So, wir müssen doch jetzt irgendwo mal... Wo ist denn die? Die muss hier unten irgendwo sein. Da, ich sehe sie schon auf dem Radar. Hier unten, da ist sie. Da müssen wir hin. Zack. Leere Whiskyflaschen, da kann man dann später auch einige Sachen noch mitmachen. Die Dosen erstmal immer schön einsammeln. Zeigen Sie mir mal, was Sie haben. Ja, das sollte hinkommen. Gut hinkommen. Okay. In Ordnung. Wir werden was zusammenbrauen, das die Leute auf der Walz Heilpulver nennen. Gehen Sie mal zum Lagerfeuer und versuchen Sie es. So, und jetzt kann man hier nämlich das Lagerfeuer aktivieren und dann kann man hier auswählen, was man machen will. Zum Beispiel machen wir jetzt das Heilpulver. Anklicken, rüber, akzeptieren, einen fertig machen und gut ist. Hey, nicht schlecht. Sehen Sie,
Um nach Rezept zu arbeiten, braucht man nur die richtigen Zutaten und das richtige Wissen. Ja, das richtige Manchmal Wissen... Manchmal braucht man nicht mal ein Lagerfeuer. Vielleicht müssen Sie ja mal an Ihren Waffen und der Munition herumfummeln. Ganz genau, das werden wir machen. Wichtig dabei ist aber, dass man weiß, wie es funktioniert. Man braucht nur den richtigen Arbeitsplatz. Eine Werkbank oder eine Ladebank oder so. Tja, das sollte für den Anfang reichen. Ich kehre jetzt um. Hoffentlich habe ich kein gutes Lied aus der Jukebox verpasst. Cheyenne wäre untröstlich. Oh, der Hund. Hey, tun Sie mir einen Gefallen. Trudy, die Barkeeperin des Prospector, ist so eine Art Stadtmutti und trifft gern alle Neuankömmlinge. Sie wäre sauer auf mich, wenn ich sie nicht bitten würde, mal vorbeizuschauen und Hallo zu sagen. Na dann. So, was ich sagen wollte, das richtige Wissen, was man braucht, um diese Sachen zu machen, das setze ich aus mehreren Sachen zusammen. Das ist ja nämlich, soweit ich weiß, Wissenschaft, Überleben, Reparieren, glaube ich, auch bei einigen Sachen. Und ja, je nachdem, vielleicht noch eine Spezialfähigkeit, wenn es irgendwas völlig Exotisches ist. Da kann man dann immer sehen, zum Beispiel können wir jetzt hier sagen, Sekunde, ich zeige das nochmal. Das Blutschild, Giftresistenz und so weiter, da brauchen wir Überlebenfähigkeit für. Hierfür, für den Atomcocktail, bräuchten wir Wissenschaft. Brandenstieg wieder überleben, 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 überleben. Alles eigentlich sehr einfach gehalten hier. Also Überleben ist da ziemlich wichtig denn bei. Hierfür bräuchten wir jetzt sogar gar keine Fähigkeit. Hier ist es wieder Überleben für Wissenschaft zwischendurch mal. Gut, ich glaube, hier sind auch noch nicht alle Sachen auf Nahkampfwaffen. Bräuchte man hier dann zum Beispiel für. Verletzte Körperteile heilen, wiederherstellen. Okay. Waffenbindungsritual. Was das nun soll, weiß ich auch nicht. Wassermenge aufbereiten, darauf, ja, da müssen wir dann mal gucken. Das werden wir wahrscheinlich weniger brauchen müssen. Das ist nämlich... Wasser können wir uns nicht hier in unserem Underground halt euch nämlich gut herstellen. Beziehungsweise nicht herstellen, sondern entstrahlen können wir das da. Und da werden wir uns jetzt erstmal drum kümmern, dass wir da jetzt demnächst hinkommen. Hier haben wir Werkzeugkasten, das sind auch alle Sachen, die sollte man immer einpacken, die da so drin liegen. Hier, die Kiste ist wieder leer, da ist nichts drin, das sind nur Steine, die da in der Gegend rumliegen. Gut, und gehen wir einfach mal weiter. Und dann möchte ich mich jetzt eigentlich gleich durchschlagen bis zu unserem... Howdy! Bis zu unserem Underground-Hideout und da mal euch das Ding dann mal vorführen, damit ihr wisst, auf was wir uns hier dann einlassen werden. Dafür werde ich jetzt erstmal hier nämlich einen Waypoint setzen, schön in die Mitte davon, rechte Maustaste, Wegpunkt gesetzt und dann geht das auch schon weiter. Und wenn wir den einmal entdeckt haben, können wir da jederzeit wieder hinreisen. Das Problem ist nur, dass wir da das erste Mal eben hinkommen müssen und das nicht ganz so einfach ist, weil der von so Flugviechern bewacht wird. Jetzt nicht bewacht, aber die sind auf dem Wege dahin. Das heißt, wir müssen vielleicht einen Bogen laufen, laufen dann wieder anderen Gegner in die Arme und so weiter und so weiter. Das müssen wir dann alles sehen. Hier wächst auch irgendwas fröhlich vor sich hin. Ja, ist doch schön. Ich muss sagen, dieses Spiel erinnert mich immer so ein bisschen an Stephen King, The Stand, das letzte Gefecht. Wer das mal gelesen hat, das Buch, der weiß, worauf ich hier jetzt gerade hinaus will. Aber jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir hier nach Norden weiterkommen. Die gute Frau werden wir danach erst behelligen. Die ist hier nämlich im Saloon. Und wir werden jetzt erstmal nach Norden weiter Richtung, ja, Richtung von diesem Pfeil, der jetzt unten auf dem Kompass in der Mitte ist. Das ist nämlich unser Waypoint. Dieser Pfeil, der jetzt in der Mitte ist, das sind Punkte, die wir entdeckt haben. Wäre der jetzt nicht ausgefüllt, also so wie das Ding hier zum Beispiel, weil das so ein kleines Dreieck einfach nur in der Mitte quasi zum Durchgucken, dann ist das ein Punkt, den wir noch nicht entdeckt haben. Den können wir dann quasi ansteuern und dann, wenn wir ihn dann entdeckt haben, können wir da immer wieder hin. Den Friedhof könnten wir jetzt zum Beispiel auch wieder bereisen, indem wir jetzt hier einfach sagen, klicken wir da hin und dann stehen wir am Friedhof. Klasse, oder? So, da wollen wir aber jetzt hier nicht bleiben. Wir wollen weiter zum Underground Hideout. Und der ist hier hinten in den Bergen.